Okay, der erste Ort, auf den du zeigst, da gehst du hin. Der erste Ort, auf den du zeigst, da gehst du hin. Wie viele Ärzte sind Sie hier? Naja, zunächst mal ich und jetzt auch Sie. Sie scheinen nicht ganz der Richtige für diese Arbeit zu sein. Wissen Sie, ich möchte etwas bewegen. Ich mag zwar die Uniform eines Generals dran, aber in mein Herzen bin ich ein einfacher Mann. Ich bin ihr! Was ist hier los? Der Präsident möchte Sie sprechen. Jetzt gleich. Sie sind Brit. Ich bin Schotte. Schotte? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das ist genau die Sorte Mann, die ein Präsident um sich braucht. Sie meinen, ich soll Ihr Arzt werden? Darf ich Ihnen meine Frauen vorstellen? Was Ihnen fehlt, ist ein bisschen Spaß. Man sagt, Sie würden Ihre Feinde fressen. Nur wenn meine Feinde sind Hühner. Wissen Sie eigentlich, was in diesem Land vorgeht? Oh yeah! Sie machen sich nicht mal mehr die Mühe, Gräber auszuheben. Sie verfüttern sie einfach an die Krokodile. Nicholas, sag mir, woran du denkst. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du bist wie ein Sohn für mich. Ich bin Nicholas Garrigan und ich bin aus Schottland. Deine Heimat ist hier. Er hat sich verändert, nicht wahr? Er war schon immer so. Du musst versuchen, aus diesem Land rauszukommen. Ich bin umgeben von Verrätern. Die Engländer sagen, ich bin ein böser Mann. Die Amerikaner, ein Kannibale. Das sind Lügen. Sie werden uns umbringen, Nicholas. Hände hoch. Gehen Sie nach Hause. Erzählen Sie der Welt die Wahrheit über Armin. Ihnen werden sie glauben, Sie sind ein weißer Mann. Ich muss hier unbedingt raus. Sie müssen sich Ihre Ausreise erst verdienen. Sie meinen, ich soll ihn umbringen? Du willst mich töten? Ich werde nicht sterben. Du hast deinen Vater sehr schwer enttäuscht.